Am Dienstag, den 22. Mai, war Susanna Feldmann mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs. Am Abend sollte sie nach Hause kommen, doch dort kam sie nie an. Am nächsten Tag wurde sie als vermisst gemeldet. Diesen Mittwoch machten Ermittler einen grausigen Leichenfund. Die Ermittler gehen davon aus, dass es Susanna ist. Das grausame Martyrium, das die 14-Jährige erleben musste, dauerte offenbar eine ganze Nacht. Inzwischen liegen zu dem Tathergang, den die Polizei so für sehr wahrscheinlich hält, schreckliche Details vor.